Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar Ayers, die Pferdekokette, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal zusammen mit Adrian von Tok gehört. Und Adrian hat sich ja letztes Mal was gewünscht, und zwar Lynx mit Watchers of Sky, einer deutschen Heavy Metal Band aus Hessen. Das werden wir uns dann gleich angucken. Noch ein paar Worte, bevor es losgeht. Erstmal, ja, also ihr habt gesehen, endlich mal wieder das Original-Intro von mir. Weil aktuell bin ich gerade seit ungefähr anderthalb Wochen im Urlaub. Also ich habe jetzt seit einer Woche bereits Urlaub, habe noch anderthalb Wochen vor mir. Und ich schneide gerade die ganze Zeit die ganzen Twitch-Livestreams hoch, weil ich einfach nicht dazu komme, jetzt zwischendurch neue Videos zu produzieren. Das ist jetzt eine Ausnahme. Mein Sohn ist nämlich aktuell hier und das ist zeitlich immer ein bisschen schwierig. Aber wir haben so viel Material, Gott sei Dank, schon gehabt oder haben aktuell noch so viel Material, dass ich es immer wieder hochladen kann. Ich finde es übrigens cool, dass es alles so gut ankommt. Das freut mich sehr. Wir werden wahrscheinlich in zwei Wochen auch die dritte Folge dann offiziell starten. Das soweit dazu. Dann wünsche ich Total Moshpot alles Gute, denn die haben gestern die 100. Folge gefeiert zusammen mit Völlerockt. Und wenn ich dran denke, verlinke ich euch Völlerockt, Total Moshpot, Tok gehört sowieso. Und Moshpit Passion, alles in der Videobeschreibung. Checkt die Kanäle aus. Alles super, super geile Metal-Kanäle, wo ihr richtig schön viel Infos bekommt. Bessere Infos als bei mir, weil meine Infos sind immer recht spärlich, sage ich ganz ehrlich. Aber so bin ich halt einfach. Wer Interesse an den Bands hat, der kann ja auch immer alles selbstständig nachlesen. Aber heute gibt es halt Lynx mit Watchers of Sky. Ist ihr erstes Album, also ihr erstes Solo-Album. Ist heißt ebenfalls Watchers of Sky. Ich muss einfach wieder ein bisschen hinkommen. Das Ganze ist unter No Remorse Record erschienen. Die werde ich mal anschreiben, weil die haben ganz viel Heavy Metal, Power Metal. Vielleicht kann man da zusammen was starten. Bin ich sehr gespannt. Wir gucken uns nachher gemeinsam Adrian ebenfalls an. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Wir werden es machen wie beim Livestream. Ich werde mir das mit euch gemeinsam anschauen und dann auch dazu dementsprechend gleich was sagen. Jetzt gucken wir uns aber erstmal Lynx mit Watchers of Sky an. Ich bin sehr gespannt. Der Song geht 6 Minuten. Aber Heavy Metal 6 Minuten ist ja nicht schlimm. Aber wir springen direkt rein ins Video. Also ab geht's und schauen uns mal, was Adrian sich da gewünscht hat. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo positionieren wir die Kamera hin? Aber ich denke mal, hier passt es ganz gut. Alles klar, wir legen los. Ich bin sehr gespannt. Übrigens gibt es von der Band Lynx exakt dieselbe Schreibweise. Ich glaube, 8 oder 9 Bands. Oh, ich hoffe, das ballert gleich richtig. Das im Intro wäre geil. Gibt's so erst jetzt 2020? Ich bin jetzt gespannt, ob da noch was passiert. Also nicht, dass ich den schlecht finde oder sowas. Die Stimme ist toll, mag ich. Oh, jetzt. Ja, geil. Ich glaube, die versuchen den Spirit so von früheren Tagen einzufangen.
auch richtig schön oldschool, oder? Ich mag so, dass die alle so ein Pornobalken hier haben. Der Sänger erinnert mich auch voll an den Iron Maiden Bassisten, glaube ich. Zum optischen her. Finde ich gut. Es muss halt nicht immer der brutale Heavy Metal sein. Es ist vielleicht auch mal was Entspanntes. Ich muss gerade wirklich voll an die 80er, 90er Jahre Heavy Metal Szene denken. Aber wahrscheinlich mehr so 80er. Ich meine, auch gerade wenn man sich perfekt getroffen. Ja, wie gesagt, hier der Pornobalken. Aber auch generell diese Klamotten, die sie tragen, erinnert mich. Ja, ich weiß nicht, ob das 70er oder 80er Jahre ist, aber das passt halt richtig voll gut rein, ne? Hier er auch. Hoch, also Jeans richtig schön eng. Und sowas. Geil. Oh, schön. Schönes Solo. Dieser klassische Teppich auch in der Mitte war von der Band. Erinnert mich das irgendwie ein bisschen an Europe, kann das sein? Ich weiß es ja nicht. Cool. So, ich würde sagen. Na, das Bild passt. Ich lasse es jetzt einfach mal so, weil wir werden uns jetzt auch direkt im Anschluss Adrian angucken, weil der hat sowieso Infos und dann werde ich auch nochmal ein kleines Statement abgeben und dann seid ihr dran. So, da ist Adrian schon. Oh, unscharf. Ich glaube, das schärft sich gleich. Übrigens, guckt mal vorbei. Er war auf dem Festival. Jetzt ist mir ein Name von dem Festival entfallen. Richtig cool, richtig, ja, entspannt. Klein, würde ich mal sagen. Guckt da mal rein. Habe ich gestern mir angeguckt. Hammergeil.
Hallo Gunnar, Adrian von Tod gehört hier und ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß mit Lynx und Watcher of Skies vom gleichnamigen Album, das bei No Remorse erschienen ist und zwar schon letztes Jahr im November, meine ich. Großartige Band, irgendwo fand zu verordnen zwischen Led Zeppelin, alten Black Sabbath mit Dio wahrscheinlich, Rainbow, Deep Purple, Zeppelin halt, wie gesagt, Zeppelin ist glaube ich der größte Einfluss, den man da nennen kann. Klingt richtig gut. Und ich habe auch so eine leichte persönliche Verbindung zur Band, denn der Frontmann und Gitarrist ist der gute Marvin Kiefer, der Bruder von Christian Kiefer, der auch der Sänger von Erased war, einer großartigen Death-Metal-Band aus dem Limburger Raum. Marvin selbst auch bei der großartigen Band Blizzen aktiv. Die haben auch damals auf meinem 30. Spiel großartige Band und inzwischen auch schon ja, bekannt, aber noch nicht so bekannt, wie sie eigentlich sein sollten. In Fankreisen, also so in diesen Oldschool-Heavy-Metal-Kreisen sehr bekannt. Aber ja, ich hoffe, sie sprechen da auch noch mal ein bisschen aus der Szene raus und werden noch bekannter. Genauso wie Lynx, auch sehr verdient, weil die, ja, listen ja eher so 80er, das ist jetzt eher so 70er Hardrock, Proto-Metal, ja, gefällt mir richtig gut. Perfekt. Lustigerweise jetzt auch wegen der Verbindung zu Erased, normal, wo ja der Bruder spielt oder gespielt hat, Band gibt es ja nicht mehr. Auch der Phil von Erased spielt hier mit bei Lynx, also eine schöne, ja, so eine schöne Querverbindung, wo sich der Kreis dann wieder schließt. Kommen alle auch wieder ursprünglich aus dem Limburger Land, wohnen, glaube ich, inzwischen in Gießen. Gut, ist ja auch nicht so ultra weit weg von Limburg, wie die es kennen. Und wie gesagt, ich will mal so ein bisschen hessische Musik wieder hier ein bisschen promoten auf deinem Channel, weil ich finde, ja, die Bands haben es immer ein bisschen schwer, bekannter zu werden. Obwohl, wie man hört, sie richtig geil sind, richtig tolle Songs. Und gut, der Song ist jetzt ein bisschen ruhiger, wahrscheinlich gar nicht mehr so krass repräsentativ für das Album, aber trotzdem toll, tolle Licks, tolle Soli, tolle Melodie, machen einfach alles gut. Was soll ich sagen? Großartig. Und jetzt freue ich mich auf, was du das nächste Mal für mich hast. Mach's gut. Ciao. Ja. Vielen Dank erstmal, Adrian, an der Stelle. Wir machen es einfach mal anders. Ja, Dankeschön an Adrian für den wieder mal Gastbesuch auf meinem Kanal. Hat mich natürlich sehr gefreut. Ich stimme dir vollkommen zu. Es ist ruhiger, aber ich finde es gut. Man muss ja nicht immer heftigen Death, Black Metal, Thrash Metal bringen oder sonst irgendwas. Ich finde das auch mal wirklich wunderbar und deutsche Bands, regionale Bands zu unterstützen, bin ich immer mit dabei. Finde ich super, super cool, richtig und vor allem auch wichtig. Wie gesagt, mir hat der Song auch sehr gut gefallen, gerade weil er halt an die früheren Tage erinnert und ich bin sowieso ein Fan von etwas älterer Musik. Deswegen macht es dementsprechend auch wirklich Spaß und einfach mal einen ruhigen Song zu haben, ist auch überhaupt nicht verkehrt. Mir hat es auf jeden Fall eine große Freude mitgemacht. Ich werde mir Lynx angucken. Wie gesagt, nicht verwechseln, da gibt es ganz viele Bands, selbe Schreibweise aus Amerika etc. etc. Aber wir meinen schon die Leute aus Hesse, ne? Und jetzt noch dein Wunsch und der wird, wir kennen die Band schon, wir hatten sie schon, du hast sie schon mal vorgeschlagen und jetzt werde ich sie nochmal mit reinholen ins Boot und zwar geht's um Teufelnacht. Ich weiß jetzt bloß den Song nicht. Und zwar Teufelnacht mit dem Song Creation Through Destruction ist vor kurzem erschienen, vor ungefähr 3 Monaten. Der Song ist mein Wunsch an dich, du wirst dich wahrscheinlich jetzt tierisch freuen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich freuen werde, aber ich fand die Jungs ganz cool. Ich fand das Video ganz interessant und lasst uns einfach die Jungs nochmal unterstützen. Also vielen Dank an Adrian. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Tote Moshpot zur 100. Folge. Mega, mega cool. Schaut alles rein. Ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.